Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Grundlagen der Volkswirtschaft. Heute geht es um das Thema Investieren und Sparen. Genauer gesagt, warum aus volkswirtschaftlicher Betrachtung heraus Investieren gleich Sparen ist, beziehungsweise Sparen auch gleich Investieren ist. Das ist natürlich erstmal etwas, wo der Privatmann nicht so wirklich dahinter steigen kann und verstehen kann, warum jetzt Investieren gleich Sparen ist, weil man ja selber aus seinem Leben eigentlich nur Folgendes kennt: entweder ich spare mein Geld oder ich gebe es aus. Ja? Und wenn ich es für bestimmte Dinge ausgebe, die mir langfristig nutzen sollen, nun ja, dann nenne ich das Ganze investieren. Und wenn ich einfach mein Geld ausgebe für irgendwelche Lebensmittel beispielsweise, mal abgesehen davon, dass ich vielleicht irgendwas horten möchte für ein Weltuntergangsszenario, dann ist das natürlich keine Investition, sondern dann ist es reiner Konsum. Das heißt, als Privatmensch würde man erstmal so sagen, okay, ich kann mein Geld entweder irgendwo parken, sei es auf der Bank oder bei mir unterm Kopfkissen, dann nenne ich das Sparen. Oder aber ich investiere, gebe das Geld also für irgendwelche Kapitalgüter aus, für Sachkapital oder beispielsweise auch für Finanzkapital, etwas, was mir auf jeden Fall längerfristig Rendite bringen soll. Volkswirtschaftlich betrachtet ist das Ganze aber ein bisschen anders, denn volkswirtschaftlich betrachtet sagt man Folgendes. Man sagt, okay, wenn Geld sofort ausgegeben wird, ja, Geld sofort ausgegeben wird für irgendwelche Lebensmittel, Kleidung etc., dann ist das einfach der Konsum, den Wirtschaftssubjekte tätigen. Das können natürlich Firmen sein, das können aber auch private Haushalte sein, wohingegen Sparen mit Investieren gleichgesetzt wird, weil automatisch vorausgesetzt wird, und das ist ja auch tatsächlich dann der Fall, das Geld, was ich spare, mir zurücklege, um später damit größere Anschaffungen zu tätigen, die beispielsweise dafür sorgen sollen, dass die Produktion in Zukunft nun ja angekurbelt werden kann, in Zukunft mehr produziert werden kann von einem bestimmten Gut. Das trifft dann natürlich insbesondere auf Firmen zu. Also wenn Firmen Geld zurückhalten, Geld nicht automatisch ausgeben, dann nennt sich das Ganze Sparen. Und genauso sieht es auch bei Wirtschaftssubjekten privater Art aus. Auch dort ist es so, dass gesagt wird, nun ja, wenn ich Geld spare, dann investiere ich automatisch in die Zukunft. Ja? Und das ist die Logik, die volkswirtschaftliche Logik dahinter, warum man sagt, investieren ist gleich sparen, auch wenn das erstmal so nun ja, aus dem alltäglichen Leben heraus nicht wirklich Sinn ergibt. Aber volkswirtschaftlich betrachtet ist das wirklich so der Fall, weil die Volkswirtschaft auch grundsätzlich davon ausgeht, dass Geld nicht verloren geht. Also Geld geht nie verloren. Geld kann kurzfristig vielleicht dem Wirtschaftskreislauf entzogen werden, aber dann ist es immer noch da. Ja, und alles, was gespart wird, muss langfristig auch irgendwann ausgegeben werden, weil ja auch das Ziel des Sparens darin besteht, irgendwann eine gewisse Summe zur Verfügung zu haben, die es mir dann ermöglicht, größere Anschaffungen zu tätigen. Ja, also das nur einmal dazu, warum Investieren gleich Sparen ist, warum I gleich S ist oder S gleich I ist, Savings gleich Investments oder Investments gleich Savings. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist das so, aus privater, ganz normaler menschlicher Sicht kann man natürlich sagen, okay, nein, Investieren ist für mich dann wirklich nur der Zeitpunkt, wo ich konkret eine große Summe einsetze für irgendetwas und vorher spare ich halt. Ja, aber volkswirtschaftlich betrachtet ist es, wie gesagt, absolut dasselbe. Und das sieht man dann auch später, wenn man sich mit der Wachstumstheorie in der Volkswirtschaft beschäftigt, wenn man beispielsweise sich mit dem Solow-Modell beschäftigt. Da kommt dann nämlich auch die Sparquote einer Volkswirtschaft letztlich dazu, wenn es darum geht, Wachstum langfristig zu erzeugen. Da werden wir dann noch drauf eingehen, aber ich wollte einfach nur mal dieses Missverständnis hier aufklären, dass gesagt wird, nun ja, in der Volkswirtschaft ist Investieren gleich Sparen, und viele stören sich so ein bisschen daran, reiben sich so ein bisschen daran, weil sie irgendwie nicht wirklich die Verbindung verstehen. Und die habe ich euch jetzt hiermit gegeben, und ja, das wollte ich auf jeden Fall einmal auch geklärt haben, weil das für später eben halt ganz wichtig ist. Also bis dahin.